Hallo Hacking-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Subway Z. Und heute hacken wir auf Gomme so lange, bis es einen Bann gibt. Natürlich mit dem besten Client, den es überhaupt gibt, nämlich Xanax. Und ja, da kommt schon der erste Gegner, den habe ich aber jetzt noch zum Glück am Ende weggesnackt. Und ja, also es gibt keine Autobans bei diesem Client, das bedeutet, ein Mod muss uns bannen. Und ja, falls ihr auf Gomme hacken wollt, dann empfehle ich euch, das zum Beispiel auch am Abend so unter der Woche zu machen, falls ihr nicht viele Accounts habt, weil dann die wenigsten Mods online sind. Und ja, wer an dem Client interessiert ist, also an Xanax, der kann natürlich im Shop in der Videobeschreibung vorbeischauen. Und ja, ich werde hier natürlich viel rausschneiden, weil das eine ziemlich lange Aufnahme werden könnte. Ich werde dann noch andere Modis spielen, wie Bad Wars, vielleicht auch Sky Wars, und falls ich dann noch immer nicht gebannt werde, gehe ich vielleicht in Gun Game rein. Und ja, mal sehen, was passiert, ne? Wie lange das so dauert. Ich werde euch das dann auch sagen, so wie lange ich insgesamt gespielt habe, werden wir so die Aufnahmen ansehen. Und ja. So, die letzten Gegner sind hier wo? Ah ja, zwei sind nur mal übrig. Da ist einer. Der wird aber sowieso easy gesnackt. Ich habe die ganze Runde wieder nicht regen, fällt mir gerade so auf. Aber trotzdem bin ich hier am Rasieren. Aber ich gönne mir einfach mal den goldenen Apfel, weil ich es kann. Und snack mir den letzten auf Chillomello. So. Bam. Und Runde gewonnen. Und jetzt sehen wir uns gleich im nächsten Game. So Leute, ich bin jetzt in einer 4x2 Runde drin. Und ich hoffe einfach mal, dass hier kein Mod in der Runde ist. Und auch allgemein, ich spiele nicht so gerne auf Bad Wars, ich habe das schon öfters gesagt. Einer der Hauptgründe ist, es passiert oft gar nichts. Ne, hier zum Beispiel, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Bronze getten, um ja, Blöcke zu holen, damit ich mich überhaupt drüber bauen kann. Und ich finde, das ist teilweise für ein Let's Hack langweilig, weil dann ja das meist einfach nur aus rüberbauen und nicht viel Action besteht. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da gern mehr sehen würdet. Aber auf jeden Fall geht der Client hier auch ziemlich ab auf Bad Wars. Also man kann sich einfach so hochbauen. Easy. Und Knockback gibt es ja auch gar keinen. Ach ja, ich sollte vielleicht mal den Speed anmachen, wäre natürlich sehr empfehlenswert, ja. So. Ah ja, ich glaube, so komme ich nicht sehr weiter. Ah ja, da versucht er schon, mich zu killen. Aber ich knock den einfach runter. So, bam, mies gegeben. Und auf zum nächsten. Okay. So, wunderbar. Huch, ach so, ja, ich hatte gerade den Speed aktiviert, zusammen mit dem Scaffold. Das ist ein Klassiker, ein klassischer Fehler. So. Ah, die haben deren Bett, glaube ich, sogar schon zugebaut. Da muss ich mir wohl schnell eine Spitzhacke kaufen. Oh, mein Teammate, der macht actually was. Das gefällt mir, das schmeckt. Und auf zum letzten Team. Die haben nicht mal ihr Bett zugebaut, was natürlich auch sehr schmaggofatz ist. So, ich glaube, das hier wäre der klügste Weg in diesem Fall. Ah ja, guten Tag, der Herr. Ja, miese Zeiten bei dem. So. Okay. Interessantes Bauverfahren hier. So. Und jetzt noch nur mehr downchasen und dann sollten wir das Ganze gefinished haben. Oder mein Teammate erledigt ihn. Das wäre natürlich auch sehr nice von ihm. Okay. Gut.
Runde gewonnen. Jetzt geht's auf zu Skywars. So, wir befinden uns jetzt hier im 16x1 meinte ich natürlich, Skywars. Und ich habe vorhin eine Runde 2 Minuten gespielt. Und ja, ratet mal, wer dann runtergefallen ist. Genau ich. Also, ja, muss ich jetzt nochmal Skywars spielen. Aber wir können schon mal 2 Minuten noch hier dazu adden auf den Counter sozusagen, ne? Auf den Nicht-Bun-Counter. So, und ich glaube, der hat keinen Plan, dass ich... Ah, jetzt. Ja, gut, jetzt hat er einen Plan. Mal sehen, ob ich das überhaupt mit diesem Equip hier schaffe. Ja, natürlich schaffe ich das, Digga. Das würde ich sogar mit einem Stöckchen schaffen hier. Wunderbar, und er ist runtergefallen. Jetzt habe ich zwar nicht sein schönes Diamond Equip bekommen, aber man kann nicht alles im Leben haben, ne? Boah, dieser Scaffold, der schmeckt einfach. Das ist einfach hier Scaffold vom Neisten. Vom Feinsten wollte ich sagen. Ich sag statt vom Feinsten vom Neisten. Ah ja, Digga. Ich glaube, ich kann nicht mehr sprechen. So. Wunderbar. Okay. Der nächste denkt sich, er kann es mit mir aufnehmen, kann er aber nicht. Jo, hier kann definitiv ein Mod sein bei 16x1. Ich hoffe, der Mod ist schon tot, dann merkt er das vielleicht nicht so schnell. So, und dann ist das. Okay, da ist noch so einiges los hier. Ich glaube, als nächstes begebe ich mich zu dem einsamen Jungen da hinten. Boah, dieser Scaffold, ich liebe ihn. Ah ja. Wunderbar. Okay, ich wurde jetzt nach... Wie viele Minuten? Nach 6 Minuten gebannt, glaube ich. Oder nee, das waren 7 oder 8 Minuten. Na gut, was soll's. Damit das Video nicht so kurz ist, werde ich jetzt noch eine Runde Gun Game spielen und schauen, wie lange es dauert, bis ich alleine in Gun Game gebannt werde. So, viel Spaß noch mit der letzten Runde. So Leute, wir sind hier jetzt in Gun Game und ich dürfte hier auf jeden Fall ziemlich schnell gebannt werden. Ich habe übrigens hier nachgesehen, wie lange es gedauert hat, bis ich gebannt wurde, und das waren insgesamt 9 Minuten Gameplay. Ja, ich finde, das ist ziemlich normal dafür, dass es jetzt Samstag ist, Samstagmittag, wo natürlich ziemlich viele Mods ziemlich viel Zeit haben, um auf Gomme ihre Bans zu vollziehen. Also wie gesagt, wenn ihr nicht so viele Accounts habt, hackt lieber unter der Woche, wenn Schule ist, am Abend. Ja, da müssen die Gomme-Mods higher machen, ne? Okay. Also, warum kommt da keiner mehr, ha? Haben die Angst? So ein Ding ist das nämlich. Und ich fahr. Und ich fahr. Und ich fahr. Mit nem Laster. Und ich fahr. Und ich fahr. Ich fahr durch die Menge mit nem Laster. Ich fahr durch die Menge mit nem Laster. Ich fahr durch die Menge mit nem Laster. Mach die Bitches feucht, Wasser. Ich fahr durch die Menge mit nem Laster. Mach die Bitches feucht, Wasser. Und ich fahr durch die Menge mit nem Laster. Ich fahr mit dem Laster durch die Menge. Ich fahr durch die Menge mit nem Laster. Okay Leute, langsam wird's kritisch. Ich bin hier auf Level 80 und Regenerator nicht. Aber 3 Minuten für Level 80, ja, das kann sich schon mal sehen lassen, oder? Oh, da regt sich der Erste auf, aber erst nach 80 Kills, das ist auch wieder mal sehr interessant.
Die haben aber lang gebraucht, um das zu checken. Oh, ich bin gleich sowas von tot, Mann. Huch. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Ich glaube, das war Level 91 in 3,5 Minuten. Mit Regenen im Spawn. Also, das lässt sich auf jeden Fall sehen. So, jetzt habe ich natürlich wieder mehr Regen. Wunderbar. Ich mache hier natürlich nicht einen auf Gun-Game-Schwitzer und camp die ganze Zeit im Spawn, bis ich fertig regent bin, ne? Die Menge mit dem Laster. Und die Bitches voll Wasser. Am Breitenscherzplatz, was die Beine breit, Schatz. Komm, ich fahr nach Nizza, ich bestell mir Pizza. Und wir fahren mit einer Pizza durch die Menge. Mit dem LKW, das KDW. Weihnachtsmarkt, weil ich Weihnachten mag. Meine Kühe ist alles voll. Ich fahr durch die Menge. Ich fahr durch die Menge. Okay, Leute, das ist absolut geisteskrank. 5 Minuten und keine Ahnung, wie viele Kills. Ich nehme mal an, über 200 oder so. Und erst jetzt bin ich in Gun Game gebannt worden. Also das ist echt nicht schlecht für diese Uhrzeit und für die Anzahl der Kills. Ah ja, Digga. Ging auf jeden Fall ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.